So langsam von dem alten SVN in die Gitwelt gegräbt sind und das ein bisschen unter erschwerten Bedingungen. Ich versuche das mal ein bisschen kurze Worte zu fassen, möchte mich aber jetzt mal vorstellen. Mein Name ist Frank Rietzjörn-Mau, steht ein bisschen kompliziert, ist kein Passwort, ist wirklich mein Nachname. Bin 56 Jahre, komme von, weiß ich nicht, meiner IT-Zeitalter, haben wir irgendwie alle erzählt. Jetzt habe ich Ende der 90er begonnen bei StarVision, wer es noch kennt, irgendwie so eine Office-Lösung und dann irgendwie durch Sun aufgekauft, Sun wieder durch Oracle aufgekauft. Open Source mit Oracle ist nicht so dolle, deswegen alle entlassen. Und dann bin ich bei Intersoft gelandet. Intersoft ist eine Tochter der WWK, hauptsächlich Lebensversicherung und Kerngeschäft. Und jetzt ahnt das schon jeder, das sind ein bisschen mit die erschwerten Bedingungen. BaFin kontrolliert, noch ein bisschen old-fashioned, nicht gerade hipstermäßig irgendwie unterwegs. Trotzdem alledem macht Spaß da. Und eine der Aufgaben, wo ich jetzt als PO agiere und entsprechend versuche, auch die Infrastruktur immer wieder auf Stand zu halten oder Modernisierungsmaßnahmen umzusetzen, tatsächlich so ein Ding, was wir damals als Projektteam noch geerbt haben, war, dass wir unter einmal ein Bildsystem hatten, was veraltet war. Das war deutlich wichtiger im Gegensatz zu so einer SVN-Migration auf ein neues Versionskontrollsystem. Der zweite Grund war aber tatsächlich der Umzug des Versionskontrollsystems. Manche behaupten auch, es läuft doch mit SVN, warum soll ich es ändern? Habe ich am Anfang auch so ein bisschen gesagt, natürlich gibt es ein paar Vorteile, aber an der Stelle haben dann mich ein paar Argumente auch überzeugt, zu sagen, okay, wir ziehen das auch mal wieder rein. Und ja, wie das so alles verstanden kann, möchte ich heute euch mal zeigen. Der rote Faden ist im Endeffekt einmal zu zeigen, tatsächlich, wo kommen wir her, was haben wir eigentlich für einen Kontext. Ich habe schon angeteasert, BaFin kontrolliert, da gibt es noch ein paar andere Dinge. Dann eben so Rahmenbedingungen, die wir initial mitgenommen haben, um die, ja, das Ökosystem für die Normalentwickler nicht vielleicht zu sehr aus den Fugen kehren zu lassen. Man hätte natürlich noch mehr machen können. Da gab es aber ein paar Rahmenbedingungen. Und dann tatsächlich die Findungsphase, wie sind wir dann zum Migrationsplan gekommen, Umsetzung, dann wie sieht die Migrationsstrategie mit den ganzen Anforderungen aus und was wir sonst so haben. Ja, und was haben wir heute damit anfangen können und vor allem, was haben wir mitgenommen, was euch vielleicht, wenn ihr dann dahin wollt, wahrscheinlich gehe ich mal davon aus, mitnehmen könntet. Ja, fangen wir mal an. Was ist das eigentlich SVN? Ja, ein Versionskontrollsystem gibt es ganz viele, ist aber ein zentrales Versionskontrollsystem. Bei Intersoft wurde es auch schon tatsächlich sehr lange verwendet. Ich habe festgestellt, so, weil ich mal die Zeit reingucke, da war ich selbst noch gar nicht bei Intersoft. Die haben es fast 1:1 mit Start von SVN beginnen sozusagen angefangen, als es noch bei Coverplate war und so weiter. Schon verrückt. Rechte-Management ist relativ einfach, leider nicht abbildbar. Das ist bei Git ja nicht so ganz, weil es ums Kontrollsystem zentralisiert. Dezentral ist genau der Widerspruch. Wie machen wir das? Natürlich haben wir trotzdem noch einen zentralen Git-Server. Und da kann man natürlich auch kontrollieren und Rechte einführen. War weit verbreitet, ist heute auch noch verbreitet, ist aber eben nicht mehr so ganz state of the art. Wir haben Kontext, wie schon gesagt, relativ lange schon im Einsatz. Dann selbst, was haben wir da alles drin? Also ich habe da alles drin, einen zentralen SVN-Server mit einem Standby-System. Wir selbst haben eben die Bestandssoftware der WWK bei uns drin, das heißt also alles, was irgendwie Lebensversicherung ist, und Lebensversicherung ist ja auch Lebensversicherung, so Laufzeiten von 50 Jahren nicht unüblich, Regulatorik, BaFin kontrolliert, der ganze Kram steckt da drin. Riester-Verträge und was man sonst so alles drin haben kann. Dann 16 Millionen Lines of Code, das ist gut, gewachsen. Immer wieder und man packt an sich mehr drauf, als man raushaut. Also kurz, das Ding wird nicht kleiner. Ja, wir haben relativ viele Leute im Unternehmen, wir sind so, weiß ich nicht, 40 Entwickler oder so in dem Dreh, aber eben auch Business-Analysten und was man sonst alles dabei hat. Wir sind im Endeffekt eine Tochter, eine hundertprozentige Tochter der BWK, sind in Hamburg und wir sind so 100, 110 Leute, glaube ich jetzt. Also die Person macht gerade was anderes. Eher sind wir sogar. Okay. Wir haben relativ viele Haufen, was SVN angeht. Mit Git hatten wir nicht so viele, aber wir haben immer wieder neue Mitarbeiter, die natürlich Git nochmal mitbringen und die haben sich gewundert, warum komme ich denn vom Regen in die Traufe her.
warum muss ich jetzt noch mit SVN arbeiten? Oh Schreck, das ist so einer der Gründe, auch einer der guten Gründe, warum man doch mal wechseln sollte. Ja, dann natürlich die Entwicklungsumgebung. So langsam laufen auch die Argumente aus, warum man noch SVN benutzen kann, weil irgendwann wird es nicht mehr so richtig gut supportet in den ganzen IDEs, die es da gibt. Das ist ein bisschen schwieriger schon. Das macht nicht so richtig Spaß. Da ist halt ein neueres System gar nicht mal so schlecht, wenn man das benutzen würde. Und ja, dann die Verantwortung von diesem Versionskontrollsystem liegt bei uns im Team. Zu dem würde ich vielleicht noch mal kurz was zeigen. Ja, wie ist es bei uns geschnitten? Wir haben hier Dev-Teams, die kümmern sich um die jeweilige Fachlichkeit, die einen kümmern sich um Leben, Produktentwicklung, die anderen kümmern sich um das Provisionssystem, die anderen haben das Partnersystem und was es so alles gibt in einem größeren Bestandssoftware. Das ist alles in einem großen Monolithen, deswegen kommt so viel Code. Und da die nicht so richtig DevOps machen können, weil die schon zu viel Fachlichkeit an der Backe haben, in Anführungsstrichen, und dann entsprechend das Ganze auch noch alles umsetzen soll, plus von der Regulatorik getrieben und natürlich auch von den Kundenwünschen unserer Muttergesellschaft, haben wir uns irgendwie entschlossen, DevOps so richtig, es ist ein Widerspruch, ich habe dazu auch letztes Jahr auf den Code Talks einen Vortrag gehalten, wie es zu diesem DevOps-Team, die DPE, kam. Und wir sind so mehr oder minder dafür verantwortlich, ja, dieses Bildsystem sozusagen, eine Bildinfrastruktur zu haben, das ist sozusagen unser Produkt. Da stehen so Dinge drin wie Module, das ist eben einmal das Versionskontrollsystem, dann sind es die Bildtools, die liegen vollständig in unserer Verantwortung, dann eben CI/CD-System, was du hast, Datenbanken, alles Mögliche und das Ganze entsprechend BaFin kontrolliert. Wir dürfen nicht so richtig in die Cloud, das ist alles so eine Abstimmungsfrage, wir haben also eine Cloud on-premise. Das heißt, wir kaufen immer Hardware, wenn wir was Neues brauchen, können wir nicht skalieren Richtung Amazon oder Google, sondern das müssen wir neu kaufen. Ja. Im Endeffekt läuft alles, was softwaretechnisch passiert, in der Wertschöpfungskette hier unten sozusagen. Das heißt, hier kriegen wir unsere Kundenanforderungen, dann kommt die Entwicklung. Also das sind nicht nur vier Teams, das sind mehrere Teams, noch mehr. Und entsprechend Bild und Test läuft integrativ genau auf dieser ganzen Plattform, bis wir irgendwo eine Schnittstelle zum Kunden haben, wo wir das Ganze dann abliefern, entsprechend auch nochmal Probe-Deployen sogar jetzt, um dann entsprechend das Ganze sauber übergeben zu können, abgestimmt über die Testorganisation. Das ist so unsere Aufgabe und da ist eben auch das Versionskontrollsystem eines der Punkte, wo wir auch ganz klar gesagt haben, okay, ja, das ist unser Hoheitsgebiet, das ist unsere Tanzwiese, da gehen wir drauf ein und das schieben wir dann auch rüber. Hat allerdings ein Tick länger gedauert, als wir gehofft haben, aber es kam immer irgendwas Wichtigeres dazu. Ja, was sind unsere Rahmenbedingungen? Wir möchten möglichst zügig daran, ohne Produktionseinbußen. Klar, das ist irgendwie so ein Selbstläufer. Änderung an der Architektur ist schon eine schwierige Sache, wird sich gleich so ein bisschen auf die Migrationsstrategie auswirken. Und dann wieder die BaFin-Geschichte. Full History muss bleiben. Ihr könnt euch vorstellen, 16 Millionen Line of Code, schon ein bisschen gealtert das Ganze, endlos. Also da war so die erste Idee, dass wir vielleicht einen Teil nehmen und das andere sozusagen mit so einem kalten SVN-Server stehen lassen auf Win-Only-Basis und dann zu sagen, okay, wenn du noch tiefer nach hinten in die Historie rein willst, dann kannst du da ja nachgucken. Ist allerdings schon blöd für die Entwickler, aber die müssen dann ja schon einen Kontext-Switch machen und natürlich trotzdem weiter ein SVN behalten, SVN-Know-how behalten, um dann da reinzugucken. Ist also auch nicht so richtig schön. Ja, eine Vereinfachung. Wir hatten einen recht kompliziertes Branch-Modell, sage ich mal so. Das ist jetzt noch nicht viel besser geworden, aber schon deutlich abgespeckter. Unsere Release-Zyklen sind momentan immer noch bei 2 Monaten. Ist auch einfach so getaktet. Also einfach das Ganze in München bei unserer Mutter umzusetzen, mit Tests, die dazu gehören, Integrationstests, Testorganisationen, muss tief reingreifen, wenn neue Produkte kommen. Das wird in den Fachbereichen teilweise sogar noch mal getestet. Leider nicht in Hamburg. Mein liebstes Wort ist an sich Automatisierung, aber das, so weit sind wir da noch nicht. Aber eine meiner Anforderungen war tatsächlich, nur zugehörige Prozesse zu migrieren tatsächlich und noch Schwachstellen zu identifizieren, wo Leichen im Keller liegen. Und Keller aufräumen ist ja auch, es ist nicht so die einfachste Sache. Und was dann noch zusätzlich hinzukam, ist, wir haben uns die Versionierung genommen, auch auf Widerstand in anderen Teams, Abteilungen, aber wir haben es gedreht, weil es macht halt viel aus, es hat auch Auswirkungen nach München gehabt, aber das war an sich unser Ziel. Das heißt, wir versuchen erstmal Performance ein bisschen reinzukriegen. Klar, das soll nicht langsamer werden irgendwo, auch gerade für die lokale Entwicklung. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Technische Restriktionen.
Ja, eine technische Restriktion, wo wir an sich gerne hin wollten als Team, weil wir den viel in der Cloud machen. Wir haben an sich versucht, mal auch das ganze Bildsystem prototyphaft ins Bildsystem reinzukriegen. Das war so eines der Dinge, die uns tatsächlich nachher auch bei SVN überzeugt haben, dass es eine scheiß Idee auf SVN zu bleiben. Die haben eine interne Datenbank. Und da wir leider ein Persistent Storage Volume haben, was eine Datenbank hat, hat das dazu geführt, dass es da logischerweise Logs gab. Irgendwie, nee, logischerweise nicht, aber es gab einen seit 4-5 Jahren bekannten Bug bei SVN und der hat das ganze Ding zum Einschlafen gebracht und das funktioniert leider nicht. Deswegen war für uns auch als Team ein intrinsisches Interesse da, dann tatsächlich wegzugehen von SVN, weil das war einfach ein Schusslauf, das funktionierte nicht. Ja, und dann Einfachheit natürlich möglichst für die Entwickler, aber auch für alle anderen, die da an den Prozessen mitbeteiligt sind. Halt es einfach, mach so wenig wie möglich, nur das, was wirklich nötig ist. Und dann Handhabung, UX, klar, muss man gucken, was da rauskommt. Ja, das erste Performance. Wir haben mal geguckt, so was das denn heißt, wenn wir mal so das eigentliche große Repo sozusagen migrieren, Auscheckzeit und so weiter. Und da waren so Auscheckzeiten von 22 Minuten 53. Da wussten wir schon, okay, das können wir so einem Entwickler jetzt nicht zumuten. Das heißt, das war so der erste Spike, den wir hatten, tatsächlich um da reinzugehen und zu sehen, wie es funktioniert und haben dann versucht, iterativ so langsam reinzugucken, was heißt denn das? Wir sind natürlich im Endeffekt auf den Sparse-Checkout gekommen, das sieht man da oben links auch schon ganz gut. So arbeiten die Entwickler auch schon, oder haben sie gearbeitet unter SVN, weil, nehmen wir mal die IDE und unser 16 Millionen Lines of Code, wenn wir die auschecken auf einem Entwicklerrechner und der versucht das zu bauen mit so einem Eclipse, da geht Eclipse leider auf den Bach runter, das funktioniert einfach nicht. Das heißt, lokales Bauen ist maximaler Mist. Und der Entwickler braucht auch normalerweise nicht alle Subprojects. Eben gab es einen Vortrag, aber auch ein Mega-Mono-Repo für Microservices. Alles in einem großen Ding. Die können das wieder nur 2,3 Millionen Lines of Code, aber bei uns funktioniert der Hase irgendwie nicht. Das heißt, die Entwickler, die wirklich in der gewissen Fachlichkeit unterwegs sind, die checken sich nur die Teile aus, die sie brauchen. Das sind dann vielleicht 20, 30, wenn es hochkommt, leben glaube ich 40 Bestand, leben 40 Submodule. Damit kommen sie ungefähr klar, das schafft Eclipse auch noch. Und dann hört es irgendwo, glaube ich, bei 60 Subprojects auf bei Eclipse. Und das gilt leider auch für andere IDEs. Also das ist schon schwierig. Man kann es lokal bauen, wenn man wirklich alles selber machen möchte, aber dann eben tatsächlich nur aus der Konsole heraus und das ist bei unseren Entwicklern stark vertönt. Manche lieben es ja, aber da haben wir schon gemerkt, das ist auf jeden Fall ein Ding, wo wir uns um kümmern mussten. Das haben wir dann relativ gut analysiert. Das nächste, was wir haben, ist eben aufgrund dieser ganzen Subprojekte. Man sieht das schon so ein bisschen. Die Entwickler hat eben Interesse an der IDE, manche wollen es da auch weiter benutzen, manche wollen aber auch IntelliJ benutzen und was du alles haben kannst. Das versuchten wir auf jeden Fall mit zu berücksichtigen, um das Ganze hinzubekommen. Und dann sieht man halt auch den Abhängigkeitsgraf. Das hängt ein bisschen bei der Architektur, was mit wem, da wird auch immer noch hübsch drauf rumgearbeitet, damit eben möglichst wenig Kanten da drin sind, um das Ganze entsprechend ein bisschen zu entschlacken, die Bildzeit zu beschleunigen. Ist aber auch nicht einfach gemacht. Und das ist wiederum von unserem Team nicht die Tanzwiese gewesen, leider, um da entsprechend mal loszulegen. Und erfordert natürlich auch ein gesamtheitliches Interesse, das zu tun. Und nicht alle haben dafür sofort Zeit, um das Ganze dann zu wuppen. Das ist ein bisschen blöd. Ja, und dann haben wir noch ein Mengengerüst. Das macht die Sache dann noch ein bisschen ungünstiger. Also wir arbeiten auf Feature Branches. Ihr seht auch die Feature Branch Bezeichnung 9 Punkt irgendwas. Wir haben momentan, glaube ich, so circa 150 bis 200 Feature Branches unterwegs gehabt. Das war damals noch nicht so. Das waren es nur 150 oder so. Teilweise auch nur 100 aktiv, aber trotzdem gab es noch einen Überhang von Vergessen und so weiter und extrem viele Testumgebungen. Das belastet auch alles unseren Cluster und so weiter. Das war auch zu berücksichtigen. Das heißt, wenn wir irgendwo bauen und Teams sind angehalten, immer eine Feature-Branch zu bauen, bis zu einer gewissen Qualitätsstufe, um dann das Ganze nachher auf damals noch den Trunk, heute Develop, entsprechend umzuziehen, entsprechend integrieren zu können. Das heißt, mit gewissen Teststufen. Auch das war natürlich irgendwo bei uns mit drin. Ja, wie sind wir da rangegangen? Erstmal raus für natürlich Historie, Dateien. Die Idee war erstmal tatsächlich so ein Cold SVN-Server zu haben. Den haben wir nachher aber verworfen, da komme ich später nochmal drauf zu. Und das Ganze lieber so weit einzudampfen, dass wir möglichst wenig drin haben. Dann eben Technik-Tools, eben auch bei dem Vortrag, da stand noch was auf. Wir haben Kostenersparnis, wenn wir Open-Source-Tools verwenden, von so ca. 90%. Als aus der Sun-Ecke kommen und Open-Source da ganz groß mit der Fahne hochgehoben wurde, bin ich da großer Freund von. Und tatsächlich benutzen wir jetzt einen Gitti-Server und alles Mögliche an
Free Software Foundation Tools und Open Source, um das entsprechend umzusetzen. Und das ist erstmal mal eine Vorgabe, wenn es nicht tatsächlich zwingend ist, etwas anderes zu verwenden. Und dann ansonsten halt passend zum Entwicklungsprozess nur das Notwendigste. So weit, so schön. Da wir gesehen haben, das muss man alles ein bisschen ausprobieren, weil das doch sehr Impact hat auf die gesamte Entwicklungschaft und wir natürlich auch niemand aufhalten wollen, haben wir tatsächlich erstmal versucht, ein Durchstich hinzubekommen, haben eine Teststrecke aufgebaut, hier ist so, glaube ich, die Opel-Teststrecke ist das, um tatsächlich erstmal zu sehen, was heißt denn das? Das heißt, wir haben uns das gesamte Repo genommen vom SVN, haben versucht, erstmal alles zu migrieren, das ist das, was ihr am Anfang gesehen habt, gesehen auch, dass das echt eine blöde Idee ist, so viel alles mitzunehmen und entsprechend aussortiert. Weil ein bisschen noch Hauptverlust haben wir teilweise gehabt, dass manche Leute Binärdateien eingecheckt haben. Erstmal aufräumen. Der nächste Punkt ist Beurteilung und Umfang der Git-Repos. Muss davon eigentlich alles mit? Also was ich heute oder jetzt hier darstelle, ist tatsächlich unser Hauptprodukt, unser Bestandssystem. Es gibt noch ein paar kleinere Produkte, die sind aber dagegen eher beifangen. Und dann eben zu sehen, können wir, wenn wir die Migration haben, wann ist denn der Tag X zur eigentlichen Migration? Also ich kenne das, ich habe schon paar Versionskontrollsystem-Migrationen gehabt, da hat man normalerweise immer auf einen Tag X hingearbeitet, um dann zu sagen, okay, heute steckt ihr noch die Daten ein und dann ist Ruhe im Repo sozusagen und dann migrieren wir an, das dauert dann so und so lange, da musst du auch die Laufzeit wissen, wie lange deine eigentliche Migration dauert, um dann das Ganze entsprechend umzusetzen. Aber wir wussten, dass das schon ein sehr großer Schritt ist, weil das Repo halt schon von Haus aus groß ist, haben wir schon von Haus aus versucht, sozusagen eine inkrementelle Migration hinzubekommen, um dann sukzessiv immer bis zu einem Tag X das Ganze migriert zu haben und wenn dann eine Woche wieder irgendwas dazu committed wurde und wird nur noch was nachgearbeitet. Das hat das Ganze deutlich kleiner gehalten. Und für die Teststrecke war es eh ideal, weil man konnte wirklich am lebenden Herzen eben nicht operieren, sondern man hat einen Teststrecker, wo man wirklich alles drauf aufsetzen konnte. Ja, was wir hier sehen, ist sozusagen die Teststrecke, um entsprechend alles Mögliche mal einzugeben. Was wir herausgefunden haben, ist der untere Teil hier, benötigter Speicherplatz 3,5 GB durch 189 Dateien. Ist klar, dass man da erstmal den Hebel ansetzt. Also vorher, wer das vorhat, da aufzuräumen, ist eine gute Idee. Weil von 8,2 GB, die wir ganz am Anfang hatten, waren das 43%. Da kann man schon mal, da muss man mal nachfragen, braucht ihr das wirklich oder können wir das irgendwie anders lösen? Also solche Zeiten kamen da entsprechend raus, um das Ganze umzusetzen. Ja, was wir tun, ist tatsächlich, das umzusetzen und entsprechend eine Migrationsstrategie zu finden. Die erste Idee war ja, dieses große Ding in vielleicht kleinere Repos zu zerschneiden, um dann sozusagen Teile rauszulösen, die dann nachher dort committed werden und dann gleich in Git übergehen. Das ist eine schöne Idee gewesen, wurde auch lange diskutiert, auch mit der Architektur bei uns. Aber sollten wir nicht, durften wir nicht, weil es gab noch einen anderen Punkt, das ist die Russmigration, da komme ich gleich darauf zu sprechen. Wir durften nicht zu viel Unruhe da reinbringen, das war gerade eine heiße Phase auch insgesamt in der Codeentwicklung bei uns, wo immer wieder Features umgesetzt werden. Bei uns ist es auch so, dass das letzte Halbjahr, also das jetzt gerade tickt, gerade im September, kurz vor Weihnachten, wir haben auch Kfz-Versicherung, ich glaube 80% aller Kfz-Versicherungen werden im November, Dezember geswitcht, also solche Dinge. Und zum Jahresabschluss ist immer eine schlechte Idee, bei BaFin kontrollieren Unternehmen, was zu tun. Aber wir waren trotzdem in dem Zeitraum unterwegs und wir haben es auch geschafft. Big Bang war so gar keine Option, weil Risiko, man weiß nicht so richtig, was passiert, das wollten wir nicht eingehen. Also wir wären durchaus im Kopf kürzer geworden, glaube ich, wenn das vermasselt worden wäre. Deswegen haben wir uns doch lieber ein bisschen mehr Zeit gelassen, weil ein Hosting passiert. Das ist ein Projekt, das ist 5 Jahre gelaufen, tatsächlich dieser alte Kobold-Megaserver, zig Produkte, die da noch drin waren, die alle in das neue Altsystem des Monolithen sozusagen rein sollten. Und das wurde parallel mit migriert. Und das ist Februar, März, seid ihr fertig geworden damit? März, genau. Das heißt, das lief auch noch parallel. Das sind so die erschwerenden Dinge bei dem Spaß. Und jeder weiß, wenn man da so einen Fremdhost-Migrations- hat, das ist so Augenmerk von jedem Vorstand. Wenn man da irgendwas auch nur versemmelt, dann gibt es das an der Mystik. Das ist leider nicht schön, aber ja, haben wir trotzdem auf uns genommen. Kurzum, die beiden Varianten gelten nicht. Was wir versucht haben, ist eben wirklich diesen Parallelansatz, den wir zwar schon eine Teststrecke drin hatten, einfach weiter aufzubauen, immer weiter zu ergänzen. Und dann haben wir entsprechend alle Prozesse, die wir irgendwo identifiziert haben, die da irgendwo mit reinspielen, entsprechend so zu adaptieren, dass wir da eine Parallelwelt auch für die Prozesse und die Umsystemlandschaft inklusive Bugtracking-System und allem, was da so reinkommt, entsprechend dann so abzupassen, dass wir sukzessiv einfach eine weitere Parallelwelt aufgebaut haben. Das Gute dabei ist,
Nee, da habe ich noch nicht hin. Das Gute dabei ist, dass man dadurch viele Sachen, die sonst abstrakt aussehen und sich auch anhören, für manche, die da halt nicht in dem Saft der Migration selbst drin stecken, einfach zeigen konnte. Also guck mal, so sieht das aus. Hier ist übrigens ein Prozess von dir, den würden wir so und so umstellen. Da kann man das auch gleich sehen. Das hat für manche Sachen tatsächlich so ein bisschen das Mindset eröffnet, um das Ganze dann mal mit einer anderen Brille zu sehen und dadurch ein paar Türen zu öffnen. Ja. Was wir hier sehen, ist einmal links die alte Welt, rechts die neue Welt. So eine der Anforderungen, habe ich ja gesagt, ich hätte mir gerne noch mehr vorgestellt. Das war so aber eines der Dinge, ändert nicht zu viel an dem Branch-Modell. Ich versuche mal das Ganze ein bisschen von hier zu zeigen mit dem Laserpointer. Seht ihr den Laserpointer? Also hier habt ihr den normalen Hauptentwicklungsbranch, den findet ihr auch so wieder unter Develop, das ist ganz klar. Was wir haben, sind die endlosen Feature-Branches in größerer Skalierung, da hat sich erstmal so gar nichts geändert. Außer vielleicht der Benennung nachher. Was wir normalerweise in alle zwei Monate machen, ist so ein Release-Branch abbranchen. Das machen wir heute auch noch. Was ihr aber schon seht, ist der hier. Diese kleine Abweichung, die Sackgasse, die sich da bildet. Das war so ein wöchentliches Zwischenrelease, was wir früher hatten. Das hat immer zu noch neueren Unterversionen geführt, die dann dazu führten, dass man im Versionskontrollsystem immer neue Tags einbauen musste, im Endeffekt im Jira Bugtracking-System auch nochmal alles Mögliche unterbauen musste. Und an sich war es nur geschuldet, weil man immer wöchentlichen Release haben wollte. Das könnten wir aber auch so machen, indem wir einfach, je nachdem, welche Woche ist, einfach das Ganze umgesetzt haben. Das haben wir dann auch getan, einfach weil das haben wir gekappt. Das gab zwar erstmal ungeordnete Testorder um den jeweiligen Prozessverantwortlichen, aber es wurde akzeptiert. Und dann war noch so die große Frage, machen wir versionsspezifische Main-Branches oder ziehen wir einfach einen Main-Branch durch? Da gibt es zwei Varianten, das haben wir ein bisschen ausdiskutiert, aber der Hauptgrund war für uns an sich, wir gehen auf den Main-Branch und den alten lassen wir dann einfach austrocknen und der wird dann nicht weiter benutzt. Den hätte man natürlich auch hier einfach cutten können, aber wir ziehen ihn einfach durch. Und das war es dann auch schon. Viel mehr hat sich an der Stelle nicht geändert, weil sonst hätte es tatsächlich ein bisschen Unruhe gegeben, weil dann wären noch viel mehr Prozesse anzupassen wären. Das wäre blöd. Dann die eigentliche Umsetzung. Ich habe ja schon gesagt, alle zwei Monate machen wir das. Das sind so, wo ist er da? Alle zwei Monate ist dieser horizontale Balken, alle zwei Monate. Und Chunk haben wir als erstes migriert, weil wir haben ja parallel ständig migriert durch dieses inkrementelle Updaten des Git-Retros. Den haben wir sozusagen einfach im SVM auf gesperrt gesetzt. Das heißt, keiner konnte mehr committen und alle anderen, die dann sozusagen auf Chunk arbeiten mussten, die haben dann halt hier tatsächlich auf dem normalen Developer-Branch gearbeitet. Irgendwann haben wir eben im Branch-Modell gesehen, okay, wir branchen irgendwann den Release-Branch ab. Dann haben wir den alten Release-Branch auch gestoppt, der wäre sowieso ja ausgelaufen und entsprechend konnte man dann nur auf den Release-Branch arbeiten. Und das gleiche galt dann irgendwann auch für den Produktiv-Branch und dann war das Ganze an sich tatsächlich gelöscht. Das sieht man schon, das dauert dann natürlich eine gewisse Zeit, aber wie gesagt, aufgrund dieser Risikobetrachtung, kein Big Bang-Szenario, haben wir das genau entsprechend so umgesetzt. Kann man sich fragen, okay, das ist ja ganz schön, ihr habt ja die Hauptentwicklungsbranches, diese drei Stück. Was ist denn mit den Feature-Branches? Wenn ich einen Feature-Branch hier von Trump genommen habe, ja, da gab es dann auch noch die Möglichkeit, dass man einen Feature-Branch inkrementell sozusagen in Git überführt hat, um dann sozusagen das Ganze zurückzubringen wieder in die Git-Welt, falls da einer von vorher kam. Das waren nicht sehr viele, Gott sei Dank, aber war notwendig, hat aber die Sache jetzt nicht unnötig kompliziert. Und das andere, was man dann teilweise auf dem Main-Branch noch machen musste, ist, dass man vielleicht ein bisschen Cherry-Picking betreiben musste. Von irgendwelchen anderen Dingen, wenn man den noch rüberholen wollte. Das war tatsächlich technisch gesehen gar nicht so schlimm. Also, was haben wir gelernt? Das eine war tatsächlich dieses Risikobewusstsein. Darüber sollte man sich ganz klar im Klaren sein, was noch so im Unternehmenskontext, Dienstkreis unterwegs ist, wenn da eine Host-Migration oder irgendwas anderes ähnliches ist. Dann vielleicht sich nochmal ganz aktiv um die Migrationsstrategie kümmern und auch abstimmen. Das ist das, was Katharina hat. Reden, 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 kommen vielleicht neue Ideen. Weil die ist tatsächlich erst ein bisschen später gekommen. Dann genug Vorlauf einplanen. Ich sag mal, für eine Migration insgesamt hat man eh schon genug Vorlauf. Und vor allem die eigentlichen Problemkinder kennen und auch beherrschen dann an der Stelle. Und das möglichst nicht nur einmal machen, sondern immer wieder, damit man wirklich sieht, falls da noch was hochkommt, um das Ganze entsprechend dann adaptieren zu können in einem Plan. Ja, und was wir auch gemacht haben zwischendurch, egal auf welcher Ebene, sei es in Entwicklung oder eben die ganzen Prozess-Owner, Verbesserungen gucken, was so geht oder was nicht geht, wo sie Probleme sehen. Und wir hatten jetzt den großen Vorteil, dass wir tatsächlich eine Parallelwelt hatten, dass man damit eben zeigen konnte, wie das wirklich aussieht, weil ansonsten ist es für manche vielleicht zu abstrakt.
Ja. Ich hatte davon von Versionierung gesprochen. Wie kann man mal das alt und neu sehen? Früher hatten wir so eine etwas, ja, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, von mir kommt es nicht. Etwas kryptische Versionierung, auf jeden Fall nicht serverkonform, das haben wir einfach mal so glatt gezogen. Und immer wenn es einen neuen Commit auf den Main Branch gibt, dann wird hier hochgezählt und das andere ist, ja, hier vorne haben wir jetzt nicht ganz serverkonform gehalten, weil da haben wir versucht, uns ein bisschen so an die Geflogenheiten und des Sprachgebrauchs bei uns im Gesamtkonzern zu orientieren. Das heißt, die erste Zahl, die hier steht, ist immer das Jahr, für welches Release das sozusagen ist. Das heißt, das ist das erste Release, was wir im Jahr 24 hatten. Jetzt im nächsten Jahr wird es dann 25.1.0 und so weiter. Und ihr ahnt es schon, im Jahr 24.25, weil wir haben hier auch hochgecountet, da gab es immer wieder Sprachprobleme, weil das war tatsächlich ein Release, was nicht jahrespezifisch, also diese Zahl war nicht jahrespezifisch. Da gab es endlose Mails, bitte verwechselt das nicht mit dem Jahr und damit es überhaupt klar ist. Es gab durchaus zwei, drei Verstimmungen, sag ich mal, um das Ganze umzusetzen. Und das haben wir jetzt in dem Zuge auch noch nicht gezogen. Das hat zwar ein bisschen Unruhe gebracht, aber das war schon nicht schlecht. Ja, was haben wir dabei gelernt? Ja, manchmal geht es dann doch einfacher als gedacht, weil war jetzt nicht so schlimm. Und was wir gesehen haben, ist auch, dass die Historie, wenn man das Ganze nur ein bisschen einschränkt tatsächlich und diese Exoten und diese Riesenklopper da mal rausholt, da haben wir sogar tatsächlich die Vollhistorie mitnehmen können. Und diesen kalten SVN-Server, der ja auch wieder eine separate Hardware ist, die dann entsprechend irgendwo laufen muss, Strom verbraucht und was man alles hat, dass es auch ohne geht, weil wir haben einfach die volle Historie drin. Das war gar nicht so schlimm. Man muss sich dann an der Stelle nur Mühe geben. Dann diese Sache mit den Prozessinhabern. Viele sagen, das geht gar nicht. Und ja, durch das Zeigen, durch das Wiederabholen, das regelmäßig machen und auch durch diese Zeit, wo wir halt 4 Monate, 6 Monate hatten mit Vorlauf, kann man immer wieder zeigen, gerade wenn es über diesen Release-Prozess geht, wo wir erst auf Develop sind, das interessiert die Testorgel normal nicht so und alle Prozessinhaber, wenn sie dann bei uns in den Release-Branch reingehen, da ist dann schon Abstimmungsaufwand, auch nach München da und so weiter, dass wir tatsächlich dann an dem, zu dem Zeitpunkt die Prozesse angesehen haben und auch gezeigt haben, guck mal, hier ist die Alternative dazu, so wird es aussehen, kannst du damit leben, müssen wir noch was tun, was fehlt dir? Und wenn man das 2 Wochen vorher macht, dann ist das konkret für die, dann haben sie auch einen Impact, dann sehen sie es auch wirklich. Weil ansonsten kann man ein Meeting machen und darüber reden, aber wenn das erst im halben Jahr ist, interessiert es nochmal keinen. Also es wird nicht so wahrgenommen an der Stelle. Das ist immer ein Vorteil, wenn man es tatsächlich konkret zu dem Zeitpunkt hat. Und was noch zusätzlich hinzukam, ist, dass manche Kollegen, die dann der Prozessinhaber auch waren, einfach selber solche Lösungen überlegt haben. Ich guck mal, ich habe auch was gefunden, das geht noch besser. Ja, super. Also immer gerne. Und was richtig Spaß gemacht hat, ist natürlich den ganzen anderen Scheiß wegschmeißen. SVN-Server abschalten, dann gab es noch einen Zweit-Server dazu, der an sich nur rumgedüppelt ist als Cold Standby, nee, als warmer Standby sogar, war aber alles überflüssig. Ja, was jetzt haben wir jetzt als Vorteil? Ich habe ja vorhin von der Cloud geredet. Unser Bildsystem kann jetzt endlich mit Git umgehen und kann auch das Git-Repo zum Bauen benutzen. Bei uns wandert alles in die Cloud. Also was man hier sieht als Chance jetzt mal, muss man tatsächlich als Chance begreifen. Wir haben hier Bildserver irgendwo, der Master-Server von Jenkins läuft schon im Rancher bei uns drin, das heißt, der ist schon in der eigenen Cloud. Hier gibt es noch so ein paar alte Server, die sind noch dedizierte Hardware wirklich nur für den Bildprozess. Und hier unten sieht man schon, da ist irgendwo unser Develop-Branch, der auch schon gerade, da sind wir auch gerade dran, momentan schon in den Develop-Branch baut. Das wird jetzt in den nächsten Wochen weitergehen, dass entsprechende Feature-Branches auch alle umgeswitcht werden auf die Cloud, dass wir auch da drin bauen. Weil dann haben wir tatsächlich eine Chance, ein paar Bildzeiten, die da noch drin stecken, auch mehr zu skalieren. Und momentan haben wir, glaube ich, 8 Bildserver noch unterwegs und 11 Server in der Cloud. Und wenn wir die alle rübernehmen, die sind an sich baugleich, weil sie ungefähr ein ähnliches Lastprofil haben, dass die dann alle in die Cloud gehen, haben wir 19 Bildserver in der Cloud. Das wird dann ein bisschen lustiger und ein bisschen schneller werden. Aber trotzdem sind da 16 Millionen Lines of Code mit Tests und allem, was dazu gehört, das dauert. Und da haben wir leider wenig Aktien und da könnte man helfen. Ja, was haben wir noch, was die Zukunft bringt? Ja, Community of Practice ist ein bisschen jetzt eingeschlafen. Die ersten 2, 3 Monate nach der Umstellung war da noch mehr Engagement drin. Was wir noch ausprobieren wollen, was auch abgestimmt ist mit der Entwicklerschaft, um da immer eine offene Tür zu haben, wollen wir nochmal andere Workflows ausprobieren. Wollen wir nochmal tatsächlich Pull-Requests einführen, dass der Branch, der Developer-Branch geschützt wird, dass da keiner tatsächlich irgendeinen Bug einschleift. Was wir jetzt tun, was ja am Anfang unsere Randbedingung war, architektonisch nichts auseinandernehmen. Nach der Migration haben wir relativ zeitnah begonnen, Teile schon zu identifizieren, wo wir eben den Monolithen jetzt ein bisschen zerschlagen.
Und das geht natürlich mit dem eigenen Repo besser. Da kann man sich jetzt drüber unterhalten, braucht das eben eine eigene Versionierung? Ja, nein, vielleicht. Eben der Vortrag, großes Ding, trotzdem eine Versionierung. Muss man sich echt im Klaren darüber sein, wo man hin will. Da assistieren wir teilweise. Und das andere Ding ist, ja, durch die Tools, die wir jetzt mit Git natürlich als Chance verwenden, haben wir auch eine bessere Integrationsmöglichkeit in die IDEs, wo dann deutlich mehr geht, wenn man nicht so über die Konsole benutzen will. Ja, und neue Mitarbeiter, eines der wichtigen Dinge tatsächlich, man fängt an, die haben Git Know-how mitgebracht, die können sofort loslegen, die müssen sich jetzt nicht wieder in das 18. Jahrhundert zurückkatapultieren, sondern die können sofort loslegen. Und das ist tatsächlich angenehm und wir versuchen jetzt immer regelmäßig Feedback-Schleifen reinzubringen, um eben tatsächlich Entwickler abzuholen, was hilft euch das? Was wir so sehen ist zum Beispiel, könnt ihr Pull-Requests gebrauchen, das ist echt bei uns teamspezifisch, benutzt ihr das im Team? Manche gar nicht, für mich allein, manche nutzen das sogar für Reviews, Code-Reviews, ist noch sehr unterschiedlich. Die Teams dürfen da auch autonom sein, aber sie arbeiten alle am gleichen Objekt in Anführungsstrichen. Das macht die Sache jetzt nicht einfacher, aber noch sind wir da sehr frei. Ob wir das denn so beibehalten, müssen wir mal sehen, je nachdem, was die Entwicklerschaft sich da wünscht und was ihnen hilft. Ja. Also unser Ziel ist im Endeffekt eine skalierbare Plattform zu haben. Da sind wir jetzt deutlich weiter, weil wir den SVN verlassen haben. Wir können jetzt tatsächlich in die Cloud, wir nutzen unsere Hardware besser. Das senkt auch ein bisschen unseren ökologischen Footprint, weil wir halt keine neuen Server durch die Skalierung. Wir haben jetzt erstmal genug Server, dass wir darüber nichts Neues anschaffen müssen. Und gleichzeitig haben wir auch die Chance, nochmal anders zu arbeiten als jetzt mit dedizierten Servern. Und das macht die Sache deutlich schöner. Wer technisch noch ein bisschen was sehen will, wir haben auch ein paar Blog-Einträge bei uns auf der Internetseite. Ja, gerne nachgucken, sind nicht alle von mir, sondern auch tatsächlich tief aus der Technik von uns aus dem Team. Da sind ein paar Stück. Und ansonsten mag ich es einfach zu schnacken. Wenn ihr noch Fragen habt, danke, dass ihr da wart. Ich bin soweit durch.